Nein, beziehungsweise gestern. Es ist ja schon nach 0 Uhr. Bleib hier! Ha ha ha. Oh, ich drehe mich, glaube ich, nochmal um. Unordentliches Zimmer. Aber sie hört ja nicht auf mich. Hello and welcome to another vlog. Today it is Tuesday, the 7th of June. It is 0:53. Ja, das Video fängt sehr, sehr früh am Morgen an. Ich war tatsächlich noch nicht zu Hause, seitdem das letzte Video geendet hat. Aber ich dachte, es ist ja schon der nächste Tag, also fange ich jetzt schon mit dem Video an und nehme euch einfach mal durch die Nacht mit, denn ich werde hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich bin gerade dabei, hier diesen Drucker fertig zu machen, der da unten eigentlich drin steht. Aber mache mir gerade noch einen Mitternachtssnack fertig. Ich zeige euch mal, was ich esse um diese Uhrzeit. 5, 4, 3, 2, 1, piep, fertig. Chorizo-Gemüse, Paella, das esse ich hier immer bei der Arbeit und davon habe ich hier ganz viel auf Vorrat, weil das ist in 2 Minuten fertig, man muss nicht groß was kochen. Rinder. Mmh, köstlich. Ach, Hella wäre stolz auf mich, dass ich so viel esse heute. Also eigentlich habe ich nicht so viel gegessen, aber dass ich jetzt noch was esse, obwohl es eigentlich schon so spät ist. Sie sagt ja immer, ich esse zu wenig. Heute habe ich tatsächlich ein bisschen wenig gegessen, aber, nein, beziehungsweise gestern. Es ist ja schon nach 0 Uhr. Naja, ich mache jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Setup dieses Druckers und melde mich dann gleich wieder. 2000 Jahre später. Der Drucker ist jetzt eingerichtet und zeigt hier auch die Zeit an. 1.48 Uhr und ich werde jetzt mal den Drucker zum ersten Mal testen und habe mir hier mal so eine PDF mit 1000 Witze zum Schlapplachen heruntergeladen. Mal gucken, ob der Drucker funktioniert. Ich bete, ey. Ich habe so lange gebraucht. Und es macht Geräusche. Drucken, drucken. Sehr gut. Ja, das sieht doch gut aus. Hä? Hä? Bleib hier! Okay, Gott sei Dank. So, mal gucken, was hier steht. Ah, der hat es beidseitig bedruckt, deswegen. Was steht hier drauf? Das sind echt zufällige Witze, die ich jetzt einfach ausgedruckt habe. Fragt der Urologe, brennt's beim Wasserladen? Beim Wasserladen? Beim Wasserlassen? Antwort vom Patienten, angezündet habe ich's noch nicht. Ha, 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 ha. Sagt der Zahnarzt, mein Gott, haben Sie ein großes Loch im Zahn? Großes Loch im Zahn. Darauf der Patient, das brauchen Sie doch nicht zweimal zu sagen. Sagt der Zahnarzt, das war ja auch das Echo. Ha, ha, ha. Witzig. Was schätzt ihr, wie spät es ist? Ich löse es jetzt direkt auf. Es ist einfach, warte, ich weiß es selber nicht, 2.54 Uhr. Also fast 3 Uhr und ich war aber einfach bis gerade im Büro. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso ich überhaupt so lange im Büro bin. Das ist auf jeden Fall kein Normalfall, aber tatsächlich kann ich mich nachts besser konzentrieren als tagsüber, beziehungsweise wenn alle anderen schlafen, weil ich mich dann einfach nicht so leicht ablenken lasse. Aber im Normalfall, also wenn Hella auch zu Hause ist, dann bin ich nie so lange im Büro, weil Hella dann immer direkt anruft, Tom, wo bleibst du? Und wir eigentlich auch immer zusammen Abendbrot essen wollen und so. Ich weiß, also wir essen halt schon ziemlich spät Abendbrot immer, so 22, 23 Uhr gefühlt. Auf jeden Fall nicht so wie jetzt 3 Uhr. So lange bin ich eigentlich nie im Büro, außer wenn Hella halt weg ist. Aber jetzt bin ich auch echt müde und will auch schnell ins Bett. Oh mein Gott. Erschreckt mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wie schlimm es hier einfach aussieht. Ich habe das schon immer wieder vergessen. Es ist jetzt einfach 3 Uhr nachts, Leute. Ich bin jetzt erst zu Hause. Jetzt geht's schnell ins Bett. Okay. Hey Leute, ich habe mir überlegt, ich mache einen Zeitraffer davon, wie ich heute Nacht schlafe. Ich wollte irgendwie schon immer mal wissen, wie viel man sich so nachts selber bewegt. Man kennt so Videos von anderen Leuten. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Licht mache, aber ich spanne hier auf jeden Fall mal mein Handy ein. Es ist jetzt einfach schon 3.43 Uhr. Es kann halt nicht sein, wie schnell vergeht diese scheiß Zeit. Ich saß nur kurz unten auf dem Sofa und zack, ein Video geguckt und direkt so spät. Ich glaube, es geht halt irgendwann in der Nacht einfach der Akku aus. Zeitraffer. So, das ist doch eine wundertolle Perspektive. Mal gucken, ob man noch irgendwas sieht. Nein. Ich kann halt auch nicht so hell schlafen. Ich glaube, ich lasse jetzt wirklich hier im Flur das Licht an und lasse die Zeitraffer... Oh, jetzt geht die Tür hier zu. So. Das ist einigermaßen dunkel hier drin und hier drauf sieht man es richtig gut. Und dann lasse ich das einfach so laufen. Also, gute Nacht, Leute. Ich wollte euch jetzt noch kurz einmal zeigen, was ich immer abends zum Schlafen gehen in meinen Mund tun muss. Das ist so eine... keine Ahnung, Plastikspange oder so, weil ich knirsche nachts. Und die tue ich dann rein. Und dann kann ich nicht mehr so richtig knirschen. Jedenfalls gehen meine Zähne dann nicht kaputt. Und jetzt ist es Zeit zu schlafen. Gute Nacht.
Oh, 9.42 Uhr. 5 Stunden nur geschlafen. Oh, ich drehe mich, glaube ich, nochmal um. Oh, das hat geklingelt, ey. Hi. Moin. Ich wollte nur eben sagen, dein Autoschlüssel. Oh, danke schön. Gerne, dann. Jo. Oh Mann, ey. Meinen Autoschlüssel draußen hängen lassen. Ja, Leute, jetzt kann ich auch nicht mehr schlafen. Das ist einfach der Nachteil, wenn man so lange wach ist, dass der Schlafrhythmus halt komplett im Arsch ist. Ist jetzt 10 Uhr. Oh, naja. Ich muss halt jetzt aufstehen, weil sonst verschlafe ich irgendwie den ganzen Tag so und ja. Falls ihr euch fragt, was ich morgens als erstes mache, ich chill tatsächlich immer erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten am Handy und check die Nachrichten und alles Mögliche, bis ich dann irgendwann mal aufstehe. Ah, Leute, ich habe ja einen Zeitraffer gemacht. Ich bin so gespannt, wie das geworden ist. Alter, ich hätte schwören können, dass der Akku leer geht, aber er ist einfach nicht leer gegangen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mich so viel bewege nachts. Ich hätte gedacht, ich schlafe einfach die ganze Zeit in dieser Position. Heftig. Oh mein Gott, das flasht mich gerade voll. Interessant, interessant, Leute. Müsst ihr auch mal machen. Zeitraffer von euch selber, wenn ihr schlaft. Da wisst ihr mal, wie viel ihr euch bewegt. Ein paar Sekunden später. Ich bin gerade dabei, eBay Kleinanzeigen so ein bisschen durchzustöbern. Ich will mir nämlich so eine alte Kamera kaufen. Das hier ist so eine Polaroid-Kamera. Richtig nice. Die macht so coole Fotos, die dann so direkt gedruckt werden. Die kostet halt auch nur 45 Euro. Nur ein bisschen verhandeln. Und dann stelle ich die, glaube ich, als Deko ins Büro. Und wenn man dann irgendwann mal ein cooles Foto machen will damit, dann kann man die auch benutzen. Und die ist halt auch super gepflegt. Ich schreibe dem mal. Habt ihr das heute Morgen eigentlich mitbekommen, dass ich letzte Nacht einfach meinen Autoschlüssel mit allen möglichen Schlüsseln in der Tür stecken gelassen habe? Alter Schwede, die Nachbarn haben dann geklingelt und meinen so, ja, dein Autoschlüssel steckt noch in der Tür. Ich so, ups. Man hätte mir mein ganzes Leben klauen können, mein Auto, man hätte hier reingehen können in unser Büro. Also das wäre ziemlich in die Hose oh mein Gott, ich hab's gerade in der Kamera gesehen. Diese blöde Wunde, immer noch von Valentino, die ist auch an der schlimmsten Stelle. Die ist schon wieder aufgegangen, weil ich gerade diesen schweren Sack getragen habe. So ein Mist. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, was ich gekauft habe, denn eigentlich wollte ich nur ein paar Lebensmittel kaufen, aber ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft. Also erstmal was zu frühstücken. Dann habe ich hier so ein, wie nennt man das, Rührstab. Was steht hier drauf? Ein Handmixer gekauft, weil wir haben keinen und Hella kocht ja in letzter Zeit oder backt in letzter Zeit ein bisschen öfter. Das kriegt sie dann zum Geburtstag, falls sie das Video jetzt nicht sieht. Oder ich hoffe einfach, sie hat es bis dahin wieder vergessen. Ich glaube, sie vergisst das. Dann gab es bei Aldi so Golfsachen und da ich ja seit kurzem golfe, habe ich mir die auch gekauft, weil die im Angebot waren. Einmal so ein Handtuch, so Tees, wo die Bälle drauf kommen, dann drei Golfbälle und sonst halt nur so ein paar Lebensmittel, das übliche Nudeln, Avocado, Pesto, Tomate, Mozzarella und das esse ich gleich auf dem Brot, das war runtergesetzt, Krabben, richtig, richtig nice. Und natürlich eine Melone, Leute, ich liebe Melonen. Aber bevor ich jetzt esse, werde ich erstmal meine Hand pflegen und ich glaube, ich gehe auch kurz duschen. Leute, es ist, glaube ich, auch schon wieder 14 Uhr oder so. Okay, 13.08 Uhr, aber ich habe noch nichts gegessen. Mein Leben außer Kontrolle. Frisch geduscht, kann es jetzt zum Frühstück gehen. Leute, das hier ist mein OOTD. Beige Hose, grünes T-Shirt, weiße Socken, unordentliches Zimmer. Das muss ich heute auch ändern. Mein Ziel für heute ist es, die untere Etage aufzuräumen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, weil ich bin immer ein sehr langsamer Aufräumer, weil ich alles immer sehr genau nehme. Und Hella, die nimmt die Sachen einfach und tut die irgendwo hin und keine Ahnung was, aber ich nehme es immer sehr, sehr genau. Deswegen dauert es bei mir immer gefühlt 10 Jahre länger. Ihr steht jetzt hier auf der Orangensaftflasche. Ich hoffe, das hält. Brötchen mit Krabben. Brötchen mit Krabben. Sonst nimmt Hella mal diese alten Bananen mit ins Stall und verfüttert die an die Pferde. Aber ich glaube nicht, dass ich heute noch in den Stall komme. Bis Hella wieder kommt, sind die leider schlecht. Deswegen mache ich mir jetzt einen Bananenmix zum Frühstück. Extra Milch eingekauft. Dann einfach Bananen mit Milch und Honig. Ne, ohne Honig. Ich glaube, ich mache ohne Honig. Die sind schon so süß, wenn die so reif sind. Köstlich. Erstmal gekleckert. Ich habe mich eben umgezogen und ziehe mir jetzt eine Regenjacke an, denn ich werde jetzt rausgehen und
die Steine reinigen. Ich zeig's euch mal kurz. So sehen nämlich unsere Steine aus, die ich vor kurzem gereinigt habe. Und so sehen die von unseren Nachbarn aus, die ich eben nicht gereinigt habe. Und da die uns immer überall helfen, habe ich denen versprochen, dass ich deren Steine heute auch mal reinige. Und das werde ich jetzt tun, aber das wird eine nasse Angelegenheit. Deswegen gut einpacken und hoffen, dass ich trocken bleibe. Ich verspreche euch, ihr werdet so beeindruckt sein von dem Ergebnis. Es geht so einfach mit diesem Teil. Das habe ich mir von Patrick ausgeliehen. Vielen Dank, Patrick. Du hast mir damit sehr viel Arbeit erspart. Und zack, eine Stunde später sehen die Steine aus wie neu. Die müssen noch ein bisschen trocknen, dann werden die auch so hell wie da vorne. Und es ist so krass einfach, dieser Unterschied zu vorher. So nice. Fertig ist das. Die erste Ecke ist fertig. Ist ja fast gar nichts mehr zu tun dann. Hahaha. Nur noch gefühlt alles. Ich habe die Unordnung auch nur verlagert, so wie Hella. Hier sieht es einfach noch so schlimm aus. Oh mein Gott. Aber man sagt ja mal, der Anfang ist das Schwerste. Und das habe ich schon mal geschafft. Hier sieht es gut aus. Ich glaube, jetzt mache ich hier weiter. Tada! Und die Küche ist auch komplett aufgeräumt. Das gibt einem doch schon mal ein bisschen Hoffnung, dass es bis Ende der Woche hier richtig gut aussieht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das sieht auch noch immer noch ordentlich aus. Als nächstes ist dieses Chaos dran. Das ist wirklich einfach nur schlimm. Eine Ewigkeit später. Hier sieht es wirklich wieder richtig, richtig gut aus. Das fühlt sich einfach so viel besser an. Auch wenn der Flur noch katastrophal aussieht, werde ich mich jetzt hier aufs Sofa chillen, noch ein bisschen arbeiten. Diesmal nicht ins Büro fahren bis 3 Uhr nachts, sondern, oh was, es ist schon 12:30. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich habe auf jeden Fall Netflix geguckt, aber ich bin erst eine Folge, also ich schaue gerade Lincoln Lawyer, weil die Serie, die ich sonst mit Hella gucke, die darf ich natürlich alleine nicht weiterschauen. Die hat heute schon einfach einen Sonnenbrand bekommen am ersten Tag. Aber ich sage ihr immer, sie soll sich mehr eincremen und weniger in der Sonne liegen, aber sie hört ja nicht auf mich. Ich würde sagen, das war der zweite Tag von der OWWH. Bisschen entspannter als gestern, aber ist auch mal ganz gut. Und ich werde jetzt Stück für Stück jeden Tag einen Raum mehr aufräumen. Und am Ende der Woche wird dann alles blitzeblank aussehen. Und dann sehen wir uns morgen wieder im OWWH Part 3. Bis dann.